Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Stefan und ich führe durch dieses Video. Es ist leider noch mein Versuch, hat vorhin leider nicht geklappt. Wir probieren es jetzt auf einem anderen Weg und ich hoffe, dass es nun funktioniert. Ja, wir haben mit der Version 3.0, die wir jetzt beginnen auszurollen, bieten wir 12 Protokolle mit insgesamt mit 10.000 Datenpunkten an. Es gibt ja keine Beschränkung bei der Anzahl der Datenpunkte. Neu ist jetzt in Version 3.0 die Unterstützung für die HTTP REST API und für If This Then That, die wir dann mit der nächsten Subversion zur Verfügung stellen. Der Timberwolf Server funktioniert völlig autark. Die gesamte Datenhaltung ist lokal und verschlüsselt, aber es gibt eben auch Internet- und Cloud-Funktionen, die zuschaltbar sind. Heute wird genutzt die NTP-Zeitsynchronisierung, das Laden von Updates und Upgrades, die automatische Zertifikatserneuerung und das VPN. Jeweils vom Nutzer sind diese Funktionen einzeln zuschaltbar und ab Oktober, November werden wir dann If This Then That mit unterstützen und damit sind 650 Hersteller an Bord. Hier ist eine kleine Auswahl davon. Die Roadmap aus der Sicht von Oktober 2021, die weißen Kreise hier stellen dar, welche Systeme heute schon zur Verfügung stehen für die Kommunikation im Server. Die hellblauen sind diejenigen, die wir noch in diesem Jahr uns vorgenommen haben. Vielleicht werden wir es nicht ganz schaffen, aber If This Then That kommt als nächstes und dann wollen wir uns die K-Clouds ansehen und dann Dinge wie Zeitschaltuhr und Lichtszenenmanager. Mit dieser Version 3.0, Insider Preview 1, die seit ein, zwei Stunden zur Verfügung steht, bieten wir einmal ein sehr umfangreiches Security-Update, es kommen 60 neue Pakete. Es gibt den neuen KNX Objektmanager 2.0, einen Zeitserienmanager und einen Objektmanager, die überarbeitet worden sind, vor allen Dingen der Verknüpfungsassistenten, dann eben die Unterstützung für HTTP REST API und ja für Grava 8.2.1, das ist ganz frisch auf uns gelandet und hat ein paar neue Features. Gehen wir gleich zur Live-Präsentation. Wir sind hier am Timberwolf-Server und das hier ist jetzt dieser überarbeitete KNX-Objektmanager, KNX-Objektverwaltung, die jetzt insgesamt ein wenig aufgeräumter ist als vorher und die Besonderheit ist eben, man sieht jetzt hier das Objekt, die zugeordneten GAs und vor allen Dingen kann man hier die Verknüpfungen sehen. Man kann sie auch bearbeiten, aber man kann sie eben auch hier sehen. Zum Bearbeiten kommen wir noch. Und damit auch die Besonderheit, gerade bei KNX, das kann ein Objekt kann sowohl empfangen als auch senden sein. Das stellt man in der ETS ein über die Flex. Und damit ist es durchaus möglich, dass man sowohl schreiben als auch lesen kann auf dieselbe GA. Und das kann man hier sehen. Die Besonderheit beim Schreiben, das geht auf die sendende GA. Das ist die erste, die hier steht, falls hier mehrere GAs aufgelistet sein sollten. Dann weiter neu haben wir den Zeitserienmanager. Der Zeitserienmanager ist auch komplett überarbeitet worden. Die Besonderheit ist, dass man jetzt hier im Zeitmanager direkt auch neue Zeitserien anlegen kann. Man kann jetzt die Beschreibungen sehen, man kann die Zeitserien sehen, man kann Beschreibungen auch hinterlegen, kann auch hier direkt den Namen des Objektes verändern, umschreiben und man kann eben auch eine neue Zeitserie anlegen. Und das ist eine deutliche Verbesserung, weil man das eben jetzt hier, ne, man legt es hier unten an und sagt dann hier einfach speichern, muss den Datentyp noch entsprechend angeben und die Einheit und dann die Verknüpfung und dann ist eine neue Zeitserie angelegt. Dadurch muss man jetzt nicht mehr an eine andere Stelle gehen, um die Zeitserien zuzufügen. Man kann das jetzt auch von den Zeitserien her machen. Eine weitere Änderung haben wir hier im Objektmanager, mit dem wir ja alle Verknüpfungen auf einmal sehen. Gehen wir mal auf zum Beispiel KNX. Genau. Dann haben wir jetzt hier die KNX-Objekte wieder und hier drüben die ganzen Ziele und diesmal Quelle auf der linken Seite. Das heißt, von hier wird geschrieben auf ein KNX-Objekt oder das KNX-Objekt schreibt. Auch hier würde man wieder sehen, wenn ein KNX-Objekt sowohl auf das KNX-Objekt geschrieben wird, als wenn auch das KNX-Objekt auf
andere Objekte im Timberwolf-Server schreibt. Und man kann das auch hier entsprechend bearbeiten. Das tun wir jetzt mal. Und jetzt kommen wir zur nächsten Neuerung, der Verknüpfungsassistent. Vorher war das also ein sehr, sehr kleines Fenster. Das ist jetzt modal. Das heißt, das ändert sich mit der Größe von dem Browser. Wie man das Browser einstellt, wird das Fenster eben entsprechend angepasst und kann jetzt eben den ganzen Platz hier nutzen. Der Vorteil ist, dass man dadurch sehr viel mehr sieht, was man eben einstellen kann, gerade wenn man viele Ziele hat oder viele Quellen hat. Eine weitere Besonderheit ist jetzt hier, dass die Auflistung hier unten deutlich verbessert worden ist und dass wir jetzt Technologien zusammenpacken. Also die Nutzer von früher wissen vielleicht, wenn sie Modbus dann waren, mehrere Modbus-Universen hatten, dann waren oben auch mehrere Modbus-Symbole und da musste man immer das Richtige aussuchen und musste auch wissen, auf welches man gehen wollte. Oder wenn man mehrere MQTT-Subsysteme hatte. Jetzt, wenn man hier auf Modbus geht zum Beispiel, dann sieht man, okay, ich habe dieses Modbus-Subsystem und dieses Modbus-Subsystem hier und dazu dann eben entsprechend unten die Objekte. Und wenn man hier jetzt mit der Maus drüber fährt, dann gibt es jetzt einen sehr großen Mausober auf der rechten Seite. Das ist jetzt hier der schwarze Bereich. Hier werden auch noch weitere Daten stehen. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig. An der Stelle wird noch gearbeitet, aber wir kriegen hier dann noch weitere Daten zu sehen und weitere Informationen zu sehen. Eine Besonderheit, die man nicht sieht, ist, dass die Suche, die wir jetzt hier haben, deutlich besser geworden ist und auch, dass sie eigentlich schon mal losläuft. Das heißt, wenn man hier ich gehe einmal nochmal raus und nochmal rein. Wenn man dort reingeht, dann wird sofort, ohne dass man erst was klicken muss, schon mal die Suche gestartet und man bekommt sofort von KNX all diese Dinge zu sehen und kann jetzt hier suchen. Man kann auch hier hinten nach den Tags suchen. Man kann auch auf so ein Tag klicken. Dann wird das entsprechend das Tag oben ins Suchfeld übernommen und dann wird danach schon sortiert. Kann man auch wieder rausnehmen. Also man kann jetzt eben nach den Tags suchen. Man kann ganz gewohnt auch nach der GA suchen. 14 Strich irgendwas und dann wird das eben entsprechend gekürzt. Und was eben auch passiert, er versucht, die Suche hat eine gewisse Intelligenz bekommen. Er versucht also die Objekte, die jetzt am passendsten sind zu der Quelle, da auch zu finden. Das heißt, die sind sortiert, das sieht man hier, nach den Objekten, die den passenden Datentyp haben. Und Objekte mit unpassendem Datentyp, die werden hier angezeigt. Die kriegen so ein Ausrufezeichen von dran. Das wird auch noch erklärt werden. Hier haben wir es sogar schon. Hier steht, die Ziel- und die Quelldatentypen unterscheiden sich. Es wird eine automatische Konvertierung durchgeführt. Wir werden später noch hinschreiben, welche Art der Konvertierung ist. Ist aber im Prinzip relativ einfach. Man kann eben jetzt von allem auf allem schreiben. Und für die meisten Subsysteme wird dann automatisch umgeschlüsselt. Man muss damit nicht erst über eine Logik gehen und hat hier also nochmal eine starke Vereinfachung, weil man jetzt einfach alles kreuz und quer zusammen verlinken kann. Man muss nur trotzdem aufpassen, ob es sinnhaft ist. Wenn ich jetzt einen Float habe, der durchaus große und krumme Werte annehmen kann, also mit Komma, und ich verbinde den mit einem Boolean, das heißt, aus 32 Bit mache ich letztlich ein Bit. Man kann dieses Bit nur 0 oder 1 annehmen. Und dort ist die Regel dann so, ist der Float genau 0,0, dann würde auch das Boolean 0 sein. Und ist das Float irgendwas anderes, irgendein anderer Wert, würde es 1 sein. Und nach Integer genauso, vom Float auf Integer werden halt dann die Kommazahlen abgeschnitten. Also im Rahmen der Sinnhaftigkeit, wenn ich von Boolean auf Float gehe, dann kriege ich, oder auf Integer gehe, dann kriege ich halt aus der 0 eine 0 und aus der 1 auf 2 eine 1. Aber es funktioniert zumindest und man kann es soweit verbinden, sodass man also nicht erst hier ein Logikelement benutzen muss. Und man bekommt es eben gleich angezeigt und kann ja sehr weitgehend suchen. Wenn ich jetzt hier nach irgendeinem Literal suche, dann kann das auch ein Literal sein, das irgendwo aus den Dingen kommt, die hinterlegt sind. Das können auch GAs, Hauptgruppen, Mittelgruppen etc. sein. Und damit hat man sehr viel schneller das Objekt, das man haben will. Also, das ist die Neuheit, Verknüpfungsassistent 2.0. Einmal komplett neu gemacht, hier responsiv und mit der Möglichkeit einer verbesserten Suche.
So, haben wir noch eine Änderung? Haben wir noch was gemacht? Nicht, dass ich es übersehe. Ich glaube, das waren schon die drei Dinge, die ich zeigen wollte. Das nächste gehen wir wieder zurück zur Präsentation. Gibt es dazu Fragen? Bitte? Manuell 8080p erzwingen. Ich kann jetzt was versuchen, hier anzuklicken, aber ich habe Sorge, bin froh, dass wir es gerade hingekriegt haben, es neu zu starten, dass danach wieder irgendwas nicht geht. Ja, wir sind der Sache sicher, Freitag 20 Uhr, eine neue Version. Wir haben die neuen Security-Updates schon seit 3 Monaten im Test bei den Dev-Testern. Und die neuen Funktionen, das Feld, das läuft nach dem Motto, man kann nicht etwas kaputt machen, was vorher nicht da war. Durch die flexible Architektur werden Module hinzugefügt und nicht bestehende verändert. Und dadurch können wir durchaus auch an einem Freitag jetzt eine Software ausrollen. Aber es liegt natürlich immer in der Verantwortung des Jemen. Okay, also keine weiteren Fragen dazu? Okay, Jochen, verstanden. Alles klar, dann machen wir weiter. Ja, das Subsystem HTTP REST API ist in dieser Weise aufgebaut. Wir haben hier die Möglichkeit, wir haben hier das Subsystem. Es kann mehrmals geladen werden, kommuniziert über Ethernet. Dieses mehrmals laden ist jetzt hier durch die drei Striche angedeutet und lässt sich letztlich, basiert ja auf TCP, mit allem verbinden, WLANs miteinander, wo IP-Kommunikation funktioniert. Das ist das eigene LAN und alles, was im eigenen LAN angesteckt ist, soweit es erreichbar ist. Das ist ein LAN, das über ein WAN angesteckt ist. Das kann ein VPN sein zum Beispiel oder es kann auch das Internet sein. Spielt also keine Rolle. Und ihr könnt dort auf die entsprechenden Sachen gehen. Wir haben hier mal ein paar Dinge aufgelistet. Hier ist der Synology-Sensor, Türstationen, Kamerasteuerung und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Geräte, die mit HTTP REST API ausgestattet sind und die jetzt nun vom TeamWolf-Server aus ansprechbar sind. Ja, müssen wir uns kurz mit einer Begrifflichkeit beschäftigen. Was ist eigentlich HTTP-API und was ist REST-API? Wird nämlich gerne verwechselt. API, das kennt ihr sicherlich, steht für Application Programming Interface, also Programmierschnittstelle. Wird benutzt für in der Regel Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation oder Frontend-zu-Middleware oder Frontend-zu-Backend oder wie auch immer. Also wenn verschiedene Programmkomponenten miteinander sprechen, wird eine API benutzt. Und HTTP ist ein Protokoll für die Datenübertragung auf TCP. Kennt ihr, HTTP wird benutzt im World Wide Web und wurde auch in diesem Zusammenhang erfunden, um eben mit Webservern zu kommunizieren für die Übertragung von Dokumenten und anderen Daten. REST ist aber das Ergebnis einer Doktorarbeit, einer Dissertation und beschreibt ein Paradigma, also ein Vorschlag, eine Systematik, wie man eine Softwarearchitektur verteilte Systeme machen sollte. Es beschreibt also, wie eine API eigentlich ausgestaltet sein soll, wie ein vernetztes System, wie die API funktionieren sollte, anhand von 6 Constraints. Und das ist völlig unabhängig vom Protokoll. Also eine RESTful API, die muss nicht über HTTP gehen, die könnte auch über jedes andere Protokoll gehen. Man sieht das meistens so nicht, weil meistens nimmt man eine RESTful API über HTTP wahr, aber eigentlich das reine Protokoll, die Datenübertragung, basiert auf TCP in Verbindung mit HTTP. Und ob jetzt eine API, die man anspricht, auch in irgendeiner Weise RESTful ist, hängt nur damit zusammen, wie die Programmierer die API aufgebaut haben und wie viele dieser Constraints, der Vorschläge hier eigentlich benutzt werden.
Aber das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun, nämlich nur, dass eine REST-API sehr häufig HTTP verwendet. Deswegen überall dort, wo wir etwas Platz sparen müssen, schreiben wir nur von HTTP-API, weil es den Pudelskern mehr trifft. Dort, wo wir mehr Platz haben, schreiben wir beide hin, weil es eben so das allgemeine Verständnis ist, dass das eine oder das andere zusammengehört. HTTP-API ist eine Client-Server-Architektur. Vergleichbar ist es mit dem automatisierten Aufruf einer Webseite. Also als wie wenn ein Browser oder ein Tool gesteuert wäre. Man geht auf eine Webseite, ruft irgendwelche Daten ab und macht mit den Daten dann entsprechend etwas. Der T-Mobile Server ist hier der Client. Das wäre also vergleichbar mit dem Browser. Und dieser Client, in dem Fall der T-Mobile Server, sendet eine Anfrage, auf Englisch Request, an den Server per HTTP. Er sagt also, ich will jetzt irgendwas von dir haben. Und der Server sendet dann daraufhin eine Antwort, die Response genannt wird, ebenfalls HTTP-codiert. Wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite, wie sowas aussieht. Bei HTTP 1.1 war das noch textbasiert. Das kann man tatsächlich in einem Telnet-Client so runtertippen. Wir sehen also, hier oben wird der Server angesprochen auf Port 80. Dann wird er verbunden und dann kommt der Befehl GET. Das kommen wir gleich noch dazu. Das ist ein bestimmter Zugriff, mit welchem Protokoll. Und auch die Information nochmal des Hosts. Das hat damit zu tun, dass unter einer IP-Adresse und einem Port könnten auch mehrere Hosts gleichzeitig installiert sein. Früher war das nicht so, aber das hat man mit 1.1 dann so gemacht. Und deswegen braucht es immer eine dritte Komponente, damit der Server auch weiß, wer eigentlich angesprochen ist, nämlich die Angabe des Hostnamens. Das ist jetzt Bestandteil der Anfrage und das ist dann auch der Request. Und wenn wir uns mal die Datenstruktur ansehen, dann haben wir also die URL und die URI. Das sind also hier die Dinge, mit denen wir hier den Server ansprechen. Dann als nächstes haben wir einen Header. Der Header gibt es zwei, nämlich den Header von der Anfrage und den Header von der Antwort. Das hier mit Host, das hier wäre Bestandteil des Headers von der Anfrage. Und was wir hier unten sehen, das ist jetzt die Antwort von dem Host. Hier ist der Befehl, get, gib mir das. Hier kommt der Statuscode zurück. Und hier, das hier ist der Header. Und der Header dient für Protokoll- und Steuerinformationen. Das ist jetzt der Header von der Antwort. Der sagt, ich Server ist jetzt in dem Fall Apache. Der Umfang, Geschwindigkeiten etc., was denn so alles akzeptiert wird. Und dass ein Content dabei ist, der eine Länge von 204 Byte hat und dass der Content eben formatiert ist. Und das mit dem Content-Type, das wird nachher nochmal wichtig. In dem Fall ist es Text-HTML und unten drunter ist jetzt abgeschnitten, kommt dann der eigentliche Body. Und der Body, das ist das Datensegment, in dem die Daten übergeben werden. Das ist ganz wichtig, weil wir später das im T-Mobile Server einstellen müssen. Kommen wir zum Content-Type. Der definiert die Formatierung des Inhalts im Datensegment. Und das hängt auch ab von den Fähigkeiten. Also je nachdem, was der Server, der angesprochen wird, die Ressource, die angesprochen wird, für die Fähigkeit hat, muss man den Content-Type richtig einstellen. Und wir unterstützen jetzt derzeit in der ersten Version folgende Content-Types. Und zwar für die Bearbeiten der Antwort, also das, was wir als Response vom Server bekommen, ist es Application JSON für JSON-Datenstrukturen oder Text Plain. Das ist, wenn ein einzelner Wert als Zeichenkette zurückkommt. Da kommt also nur eine Zeichenkette drin, da steht nur ein Wert drin, zum Beispiel 32,7. Und das könnte jetzt für die Temperatur stehen von einem Thermometer, das über HTTP-API angesprochen werden würde, als Beispiel. Und für die Abfrage, für das Senden, das sind also der Body, der als Bestandteil der Anfrage an den Server geschickt wird. Das geht übrigens nur bei der Methode Post. Unterstützen wir ebenfalls Application JSON. Das heißt, wir können hier wieder komplexe Datenstrukturen übermitteln. Ihr kennt das vielleicht schon vom EncodeDT. Und Application XForm Oral Encoded, das ist eine bestimmte Formatierung eines Strings. Das ist ein komplexer String. Und die Codierung, die Codierungsweise von dem String, die ist dieselbe, wie sie bei einer URL, bei einer Übergabe von Parametern und Query gemacht werden würde. Kommen wir zu den HTTP-Zugriffsmethoden. Wir unterstützen derzeit zwei Zugriffsmethoden. Das ist GET.
GET steht für Holen, das ist im HTTP vorgesehen für Abfragen. Das entspricht dem typischen Aufruf, Abruf einer Webseite. Und POST, POST ist bidirektionale Datenübertragung. Das heißt, beim POST hat man die Möglichkeit, einen Body mitzuschicken, kann in dem Body also eine Datenstruktur mitschicken. Das haben wir gerade gesehen. Die beiden Content-Types können dort also Daten hinschicken. Früher wurde das verwendet, um zum Beispiel ein Formular an einen Webserver zu senden. Das ist heute auch oft anders gemacht, aber früher wurde es damit gemacht. Und ich kann im Post auch wieder eine Antwort kriegen. Also diese beiden Zugriffsmethoden unterstützen wir. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Kommen wir zu den HTTP-Authentifizierungen. Die einfache Variante ist, wird keine Authentifizierung benötigt. Das ist dann natürlich am einfachsten, so mögen wir das am liebsten. Aber es ist halt oftmals anders und deswegen gibt es zum Beispiel die Basic Authentication. Basic Authentication bedeutet Username, Passwort, wobei, oder Kontenbezeichnung, wobei das nicht immer sein muss. Also es gibt auch Server, die wollen einfach nur ein Passwort haben, die wollen keine Kontenbezeichnung haben. Deswegen, wenn man Basic Authentication wählt, das Passwort ist verpflichtend, die Kontobezeichnung nicht. Bira Authentication ist eine Spezialität. Das ist im Prinzip ein API-Key oder ein Key, der übergeben wird als sogenannter Bira und da gibt es ein bestimmtes Format. Wenn ihr auf eine Webseite trefft, auf eine Ressource trefft, die eine Bira-Authentication hat, dann bekommt ihr da eben einen String und den gebt ihr dann im Assistenten, im Timberwolf-Server, wir sehen das noch, entsprechend bei Bira-Authentication ein. Dann das, was heute sehr häufig ist oder was am meisten verwendet wird, ist der API-Key. Das ist meistens auch ein sehr langer String, den man bekommt bei Webseiten, für deren Dienste man bezahlt. Es gibt Wetterdienste, die haben freien Zugang, es gibt Wetterdienste, die haben bezahlten Zugang oder es gibt dann Daten, die ein wenig genauer sind oder ein wenig kürzer sind, also kürzer zurückliegend sind. Oder Google Services zum Beispiel haben das sehr oft. Also man bekommt einen API-Key, auf den bitte aufpassen, weil da muss man oft was bezahlen für. Da hat man seine Kreditkarte hinterlegt oder hat einmal einen Pauschalbetrag bezahlt. Auf jeden Fall der API-Key. Der ist individuell, bitte nicht weitergeben. Und der API-Key, dort gibt es jetzt drei Methoden, den zu übergeben, weil es soll nicht so einfach sein. Manche Webserver erwarten, dass der API-Key in der URI mitgegeben wird. Da ist also irgendwo in der URI, also der String, den man oben im Browser nochmal was eintippt, oben in der URI, ist der API-Key als Bestandteil der URI einzugeben. Oder er wird im Header übergeben, über irgendein noch zu bestimmendes Headerfeld oder er wird über den Body übermittelt. Alles das könnt ihr im Timberwolf-Server einstellen. Wir haben eine Hierarchie, in der wir die verschiedenen Teile, Bestandteile verwalten, mit der das hier eingestellt wird, die HTTP-API. Wir haben einmal die Subsysteme, ihr kennt das schon von Modbus oder von MQTT. Dass wir dort Subsysteme haben und diese Subsysteme, dort könnt ihr immer mehrere anlegen. Das ist nicht künstlich beschränkt, wie viele Subsysteme angelegt werden. Wir werden das nachher zeigen. Der Sinn für das Anlegen der Subsysteme mit der HTTP-API, der Sinn liegt darin, dass man dort verschiedene Timeouts anlegen kann. Ich empfehle euch also, wenn wir vorher an dieses Foto zurückdenken, man hat ein Local LAN, man hat vielleicht eins über VPN angebunden und eins im Internet, dann würde ich empfehlen, dafür drei Subsysteme anzulegen. Muss man nicht tun, aber man kann für diese drei Subsysteme verschiedene Timeouts vergeben. Der Vorteil ist, wenn jetzt ein Router, ein VPN stirbt, dann ist ja des entsprechenden Ressourcen dort nicht erreichbar. Und jetzt würden die hinterlegten Zugriffe darauf immer in ein Timeout laufen und müssten den dann immer abwarten. Und in dieser Zwischenzeit wären andere Sachen gebremst. Und wenn man das in verschiedene Subsysteme aufteilt, dann läuft das parallel. Dann haben wir Server. Server sind die Server, die angesprochen werden. Das kann eine Kamera ein Server sein, eine Synology kann ein Server sein, ein Türschloss oder eben auch also das Gerät, sage ich mal, das man anspricht oder der Server, der angesprochen wird. Und jeder Server hat in der Regel mehrere Ressourcen. Nicht immer, aber manchmal hat er mehrere Ressourcen oder man möchte es einfach in mehreren Ressourcen anlegen. Das ist die URI, die Funktion adressiert. Dort kann man also unter einem Server mehrere Ressourcen anlegen und bei den Ressourcen definiert man auch den Intervallauslöser, also der Auslöser, der in regelmäßigen Zeitabständen eine Anfrage auslöst, die dann ja nicht immer zu einer Antwort führt, aber zu einer Aktion in der Regel führt. Kann ja sein, dass man es auf den Türöffner geht,
der schickt nichts zurück, also vielleicht Status okay, aber sonst kommt nichts und macht dann eben die Tür auf. Unterhalb der Ressourcen kann man nun drei Transaktionsgruppen anlegen. Die eine Transaktionsgruppe ist die für die Abfrage. Man kann davon höchstens eine anlegen es ist optional. Das heißt, man muss nicht unbedingt diese angelegt haben, weil man zum Beispiel nichts zurückbekommt. Dann brauche ich auch die, das ist Unsinn, die Abfrage muss ich eigentlich immer anlegen, weil sonst passiert ja nichts. Ja, genau. Und dort habe ich Abfrageobjekte, das heißt Verknüpfung von anderen Objekten, die dort draufgehen und entsprechend etwas ausführen. Dann kann ich eine optionale Transaktionsgruppe setzen. Dort werte ich die Antwort aus, die ich vom Server bekomme. Also der Response, der vom Server zurückkommt, der wird hier über die Antwort. Matthias, war das richtig mit der Transaktionsgruppe oder ist die optional? Ich glaube, die ist schon optional für die Abfrage. Ja, okay. Also ihr seht, ich habe einen Knopf im Ohr und meinen Entwicklungsleiter dran, der mir etwas hilft, wenn ich was nicht richtig verstanden habe. Also es ist so, dass es optional ist, steht schon richtig da. Die Antwort ist dann, wenn man die zerlegt, die lässt sich in mehrere Objekte zerlegen, deswegen eine Transaktionsgruppe und dort ist dann die Verknüpfung zu anderen Objekten. Das heißt, hier kann das dann die Antwort aufgeteilt werden, kann ja ein JSON kommen, das 2, 3, 5, wenn das nachher zeigen, Parameter hat und die kann man einzeln aufdrösen und zu einzelnen Objekten machen, die dann beliebig verknüpfbar sind. Und, das ist neu, es gibt eine fixe Transaktionsgruppe, fix heißt, die ist schon da. Die wird automatisch mit angelegt. Und das ist eine Statusgruppe, in der befinden sich Statusobjekte. Das heißt, dort bekommt man einen Status über die jeweilige Ressource, die man angelegt hat und kann damit auch zum Beispiel an die Statuscodes kommen und eine Auswertung machen, nachsehen, was passiert ist. Das ist sehr praktisch, dass man eben die Transaktion selber den Status beobachten kann. Ja, dann kommen wir auch schon zur Live-Präsentation von HTTP REST API. Ja, also ich kriege gerade zugeflüstert, es gibt noch eine Frage zum Unterschied von Bierer zu API Key. Der Bierer ist eine Sonderform des API Keys. Also die sehen auch ähnlich aus. Der Bierer wird nur etwas anders übergeben, weil es eine feste Vereinbarung gibt für den Bierer Key, wie das Header Field bezeichnet wird. Ich glaube, das heißt Authentication. Und dann wird nochmal eine Zeichenkette übergeben, das Bierer, und dann erst kommt hinten der API-Key dran. Das ist also einfach ein bisschen anders formatiert als der API-Key, der ja auch an anderen Stellen übergeben wird. Also man kann sagen, beim Bierer ist sehr viel mehr festgelegt darüber, wie der zu übergeben ist, während beim API-Key gibt es große Freiheiten, weil die Anbieter der Server das sehr unterschiedlich handhaben. Also auch wenn eine URI zu übergeben ist, ist es bei jedem an einer anderen Stelle die URI zu übergeben, könnte auch als Query-Parameter übergeben sein. Oder es kann eben auch im Header oder im Body sein. Und der Bierer, der ist immer im Header und hat auch ein festes Header-Field, das kann man hier auch nicht einstellen. Also ihr werdet das dann einfach entsprechend sagen. Haben wir noch eine Frage vorab? Ich sehe gerade die Fragen nicht, deswegen muss ich fragen. Ich muss fragen, ob es eine Frage gibt. Genau. Okay, gut. Ich habe jetzt hier Hands off. Matthias wird jetzt hier den Bildschirm bedienen und ich kommentiere, was passiert. Das ist jetzt hier der Bildschirm, wenn man unter HTTP API Subsysteme geht. Dann bekommt man hier eine kurze Information, was man machen kann, ein Infotext mit einem Link auf eine Online-Hilfe. Ich muss dazu sagen, diese Wikitexte sind noch nicht fertig. Das kommt erst noch. Also der Text ist hier oder oben auch links auf das blaue Fragezeichen. Auch hier würde man aufs Wiki kommen. Das ist jetzt noch nicht da. Das passiert erst noch. Bitte um Verzeihung. So, beim API-Subsystem ist nicht sehr viel anzulegen. Man gibt einfach eine Bezeichnung an, wie wir vorher schon sagten. Wir empfehlen einfach, für intern und für extern verschiedene Subsysteme anzulegen. Das war eine reine geschmackliche Sache. Das Einzige, was man hier im Prinzip einstellen kann, ist der Name und das Zeitlimit. Und dann startet man es schon. Was man bekommt, ist übrigens hier eine Statistik. Das heißt, wenn es dann angelaufen ist, dann
sieht man, ob es irgendwelche Verbindungsfehler gab. Also insofern macht eine Trennung auch Sinn. Und es gibt auch eine Grafana-Kurve für den Verlauf. Die ist natürlich leer, weil ist noch nichts angelegt. Jetzt gehen wir in den Ressourcenmanager. Oben im Ressourcenmanager links wählt man das Subsystem aus. Ja, also man kann hier, wenn man verschiedene Subsysteme angelegt hat, dann kann man hier, würde man die dann sehen. Jetzt haben wir nur eines, aber dort hat man die Auswahl des Subsystems. Das heißt, man legt jetzt diesen Server auch im Kontext von diesem Subsystem an. In dem Fall haben wir nur eines. Und jetzt wählen wir einen neuen Servereintrag. Jetzt geht hier dieser Assistent auf. In dem Assistent kann man jetzt den AP-Server hinzufügen. Dem gibt man eine Bezeichnung. Die Bezeichnung ist wirklich nur für euch, für die Verwaltung. Da steht unten, gibt es auch immer jeweils für jedes Feld einen kontextsensitiven Infotext, der das zeigt. Und wir gehen jetzt hier auf die Board AP. Das ist jetzt einfach zum Zeigen. Und in dem Fall, das muss man jetzt hier wissen, die Board API, der Server, der hat ein Let's Encrypt-Zertifikat. Und es gab da letztens ein Problem mit dem Let's Encrypt-Zertifikat. Da ist zum 30. September ist dort ein sehr altes Root-Zertifikat abgelaufen. Und die Debian-Installation, die wir hier auf dem Timberwolf-Server haben, in der SSL-Version, die wir hier am Laufen haben, der ist noch nicht in der Lage, alternativen Pfaden zu folgen. Der folgt also dem ersten Pfad und der erste Pfad läuft zu einem abgelaufenen Zertifikat. Und deswegen würde das nicht funktionieren. Wir schalten die Validierung des Zertifikates jetzt hier aus. Wir werden sehen, wie wir das für die Zukunft ändern können, weil natürlich heutzutage sehr viele Server Let's Encrypt zertifiziert sind. Hier würde man die Autorisierung wählen. Wir können es einmal vielleicht kurz zeigen. Oder haben wir das später vor? Matthias? Haben wir nicht. Zeigen wir es kurz. Also hier wählt man die Autorisierung. Keine ist klar. Basic Authentication. Dann gibt man halt das Konto an. Das Konto ist optional. Das Passwort muss auf jeden Fall eingegeben werden. Deswegen wird das auch als Pflichtfeld dargestellt. Mehr muss man da nicht machen. Beim API-Key muss man angeben, wie er zu übergeben ist. Im Header, in der URI oder im Body. Und muss das dann entsprechend ausfüllen auch. Also das muss einem der Betreiber des Servers dann auch sagen, wo er die URI denn gerne hätte. Die komplizierteste Variante ist die hier, wenn man die API in der URI übergibt. Denn wir wissen ja nicht, an welcher Stelle der URI der zu übergeben ist. Deswegen gibt man hier einen Platzhalter ein. Der muss nicht Platzhalter heißen, der kann natürlich irgendwie heißen. Ihr könnt ihn API-Key nennen oder Kennwort oder wie auch immer ihr, Otto, keine Ahnung, wie ihr nennen wollt. Oder Key zum Beispiel. Und dann eben unter Wert würdet ihr den API-Key eingeben. Das ist also normalerweise eine längere Zeichenfolge, die dann auch geheim zu halten ist. Und wenn ihr dann später, das kommt noch, die Ressource anlegt zu diesem Server, dann würdet ihr den API-Key dort übergeben und das auch richtig angeben. Man sieht das hier unten in dem Beispiel. Hier wird es jetzt als Parameter übergeben. Key ist gleich. Und in Spitzenklammern Platzhalter. Und dort schreibt ihr den Text rein oder Platzhalter. Also hier steht jetzt Key. Also Key würde man jetzt hier an der Stelle schreiben, an der wir gerade Platzhalter stehen hatten. Und das würde dann später zur Laufzeit, würde dann der Text ersetzt werden. Ich hoffe, das ist verständlich. Das ist also speziell für die URI, weil dadurch seid ihr dann ganz flexibel bei dem jeweiligen Server in der Ressource, wo der Betreiber des Servers den API-Key übergeben haben will. Am Anfang der URI, in der Mitte, am Ende als Query-Parameter oder wo auch immer. So, die nächste einfache Variante ist Bira-Token. Einfach Bira-Token einstellen, den Token eingeben und dann wird er vom Timberwolf-Server an der richtigen Stelle in den Datenstrom, in die Abfrage eingefügt, in das Header und in den Header und entsprechend übergeben. So, in diesem Fall haben wir keine Autorisierung für diesen Server, dessen API im Internet steht offen. So, jetzt haben wir also den Server-Eintrag eingerichtet, können wir ihm noch Text geben. Und als nächstes machen wir die Ressource. Auch hier wieder eine Bezeichnung, die eurer Verwaltung dient, die ja das näher beschreibt, um was es geht. Ihr könnt dann später noch eine Bemerkung
eine Beschreibung dazu angeben, die etwas länger ist. Und jetzt gebt ihr die Ressource URI an. Das ist jetzt hier AP/Activity. Das ist vom Betreiber des Servers vorgegeben und das wird oben angehängt. Man sieht das bei Basic URL hier oben, genau hier hinten dran, ist jetzt diese Ressource angegeben. Als nächstes die Request-Methode auszusuchen. Wir haben schon mal gesagt, es gibt Get oder Post. Wenn man Post wählt, dann kann man noch angeben, wie der Content-Type für den Request zu formen ist, wenn man dort in Body was übergibt. Muss man nicht, aber man muss den Content-Type hier angeben, wenn man was übergibt, damit es im richtigen Format ist. Bei Get gibt es das nicht, weil es wird gar nicht mitgesendet, weil es gibt praktisch keinen Server, der einen Body bei Get auswertet. Auf der rechten Seite oben haben wir den Trigger-Intervall. Das ist das, was wir vorher besprochen haben. Das wäre jetzt ein Intervall, muss man nicht setzen, der jetzt regelmäßig, nämlich hier alle 10 Sekunden, dann diese Abfrage ausführt. Einfach indem er die URL aufruft und alle Werte, wenn man sie hätte in einer Abfragegruppe, dann auch übersenden würde. Und dann haben wir hier noch eine Option, die ist wichtig, HTTP-Weiterleitungen ignorieren. Wir empfehlen eigentlich auf ignorieren zu setzen, weil Weiterleitungen zu aktivieren würde bedeuten, wenn jetzt der angefragte Server einen 301 HTTP-Statuscode schickt und dabei dann auch eine neue URL angibt, dann seid ihr plötzlich mit einem anderen Server verbunden und das kann durchaus gefährlich sein. Das kann durchaus ein Server sein, auf den will man nicht gehen, weil man vorher mit einem Server in, keine Ahnung, in Deutschland verbunden war und jetzt käme auf einen Server, der irgendwo anders hin ist oder egal wo, ist auf jeden Fall, sollte man sich das überlegen, ob man das will. Kann aber auch praktisch sein, weil könnte ja sein, dass eine wichtige Ressource der Bereitsteller der Ressource schon erklärt hat, dass er den Server umzieht und dass der künftig unter einer anderen URL sein wird und dann mag es Sinn, dass man nicht genau diesen Zeitpunkt abpassen muss, dass man hier die Weiterleitung definieren kann. So, für diese Response, die zurückkommt, gibt es dann auch einen Content-Type. Dort sind ja Daten gegebenenfalls drin. Und hier könnt ihr aussuchen, wieder, ob die als JSON kodiert sind oder ob es Text-Plain ist, ob also hier nur ein einzelnes Datum kommt. In dem Fall nehmen wir JSON, weil das werdet ihr gleich sehen. Da gibt es mehrere Daten, die geschickt werden. So, hier oben kann man die Beschreibung machen für den Server-Eintrag rechts oben. Und hier kann man die Beschreibung, könnte man eine Beschreibung hinterlegen für die Ressource. Wir haben auch hier wieder einen Datenmonitor. Dort kann man diese Abfrage sehen. Die funktioniert ja für sich schon, weil dadurch, dass die jetzt gestartet ist, durch den Trigger-Intervall hier oben, mit dem Zahnrad kann man es dann entsprechend nochmal ändern, wird im Prinzip der gleiche Assistent wieder aufgerufen, kann man diese Dinge auch wieder ändern. Sieht man hier unten jetzt die Abfrage. Das wird auch automatisch aktualisiert. Wenn wir jetzt ein wenig warten, dann würden wir wohl alle 10 Sekunden sehen, was hier passiert. Ich sehe hier unten die URL, die angesprochen wird im grauen Bereich. Dann sehen wir dort einen Teil der Header, die gesendet werden, oder sind vielleicht sogar alle. Da ist ein User Agent, der ist jetzt einfach festgelegt. Der steht jetzt auf Privately Used Timberwolf Server. Und wir akzeptieren Application JSON. Das heißt, man sagt dem Server schon, wie hätte man denn eigentlich die Daten in der Response gerne. Diese Response, die Antwort, die sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite. Wir sehen, es hat sich auch gerade geändert, weil einfach nur dadurch, dass die Ressource angetriggert wird, kommen jetzt hier unten die Antworten. Und hier sehen wir jetzt in Gelb auch diese Statusobjekte. Ich habe vorher gesagt, die erscheinen automatisch. Also sobald man eine Ressource anlegt, werden diese Statusobjekte eingerichtet und die funktionieren dann auch schon. Und dort sieht man jetzt hier 5 verschiedene Varianten. Ob ein Request Warning occurred, ist bis jetzt nicht der Fall. Es gab keinen Fehler, deswegen ist der false. Jetzt machen wir mal einen Fehler. Genau, wir haben jetzt die Ressource geändert auf ein Ding, den gibt es nicht. Schmeißt keinen Fehler, okay. Okay, gut. Also, das müssen wir uns wohl nochmal anschauen. Aber es hat eigentlich schon mal funktioniert. Ich habe das schon gesehen. Okay, also, das liegt am Server.
Der Server schickt es falsch zurück. Das heißt, das ist im Prinzip im Header von der Antwort. Verstehe ich das richtig? Genau, also ganz unten in dem letzten Status, bei Request Status Code, wird zurückgeschickt, welcher Statuscode kommt. Und da kommt der Code 200. Und das heißt eigentlich, es ist in Ordnung. Und er schickt, im JSON schickt er, dass ein Fehler passiert ist. Aber er hat keinen anderen Statuscode geschickt und über den Statuscode wird ausgewertet, ob eine Warning oder ob es ein Error ist. Und entsprechend werden dann die Bits für Request Warning Occurred oder Request Error Occurred angezeigt. Eine Bitte, lasst es euch nicht verwirren, dass da grüne Balken kommt. Der grüne Balken sagt nicht, ob da jetzt eine Warnung oder ein Fehler gekommen ist, sondern er sagt nur, dass der Status quasi zum Objekt gesendet worden ist. Also ob der Status jetzt false oder true ist, ist davon unabhängig. Der wird dort entsprechend gesendet. Und wenn ein Status, ein Error-Status-Code geschickt worden ist, dann sieht man den auch hier im dritten und auch manchmal eine Message dazu. Und die könnt ihr jetzt beliebig verknüpfen unter Ziele. Die könnt ihr jetzt also auch auf eine Zeitserie schreiben. Und dann könnt ihr das dort entsprechend mit Nullen und Einsen sehen oder könnt ihr irgendeine Logik antriggern, dass wenn jetzt irgendein Fehler passiert, jetzt haben wir hier eine falsche Ressource eingetragen, um zu sehen, was da passiert. Haben wir da jetzt Erkenntnisse? Er macht es nicht richtig. Okay, gut. Also, ja, genau. So, wir klappen das jetzt deswegen auf und zu, um nach den Änderungen das ein, um quasi so eine Art Ping zu setzen, damit es jetzt etwas schneller geht. Ja, jetzt passiert es wieder. Also, das ist ein Server, Bored AP heißt er ja. Der hat die Sinnhaftigkeit, wenn einem einfach zu langweilig ist, dann macht er Vorschläge, was man tun kann. Also hier oben steht, pull a harmless prank on one of your friends und gibt dem halt dann da verschiedene Typen. Also es haben wohl Programmierer Spaß, sowas entsprechend zu machen. Und wir bauen jetzt hier, wir legen jetzt eine Antwort an. Ja? Das heißt, damit entsteht jetzt eine Abfragegruppe, das sind die in grün, die Abfragegruppen, und der geht jetzt auf die Activity. Das heißt, dort oben in diesem ersten String Activity innerhalb dieser JSON-Struktur, die wird jetzt hier dort übertragen. Gehen wir vielleicht nochmal rein, weil das war ein bisschen schnell. Ich weiß nicht, ob es jeder gesehen hat. Auf das Zahnrad bitte. Na, aufs Zahnrad wollte ich. Ich wollte nochmal zeigen, wie es eingestellt wird, weil das war jetzt ein bisschen schnell. Also wir haben hier die Bezeichnung, klar, die könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und hier ist jetzt angegeben, wo befindet sich denn das? Und hier ist jetzt Location Body eingegeben. Und dadurch, dass vorher als Request Type, als Content Type angegeben worden ist beim Anlegen der Ressource, dass das JSON ist, bedeutet der Selector, klick mal bitte ins Selector-Feld. Genau. Das steht auch hier unten. Ja. Geben Sie an der Stelle an, wo im Response-Body der gewünschte Wert gesucht werden soll. Und das Format des Selectors richtet sich nach dem Inhaltstyp, der für diese Ressource definiert ist. Und für diese Ressource ist JSON definiert. Und dort gibt man dann im Selector eben an das Activity. Das ist dort oben, wenn man das jetzt im Datenmonitor im grauen Bereich sieht, hat man hier oben das Activity. Das gleiche Format, das wir auch bei MQTT schon benutzt haben, um jetzt bei JSONs die zu zerlegen. Das ist jetzt bei diesen JSONs, die eindimensional sind, quasi sehr einfach. Man gibt halt an jetzt die Sachen, die man haben will. Jetzt machen wir, was machen wir? Participants. Genau. Hier wählt man das Format, in dem das kommt. Oder in dem Format, in das eigentlich das Objekt haben soll. Es ist egal, wie das Format kommt. Es wird, sofern wandelbar, umgewandelt in das Format von dem Objekt. Und wenn man das anlegt, hier den Datensatz, das kann man übrigens nicht ändern, wenn man jetzt nochmal auf das Zahnrad geht, dann sieht man, das Objekteinheit und Format kann man jetzt nicht mehr ändern, weil man im Nachhinein nicht mehr das Format von Objekten ändern kann. Das wäre zu aufwendig. Dann müsst ihr halt den einzelnen Datensatz, das einzelne Transaktion löschen und dann eine andere anlegen. So. Jetzt kriegen wir noch einen Preis, in dem Fall aus Fließkomma. Und auf die Weise ist es schon angelegt. Das ist also relativ einfach. Server anlegen, Ressource anlegen
und dann die Auswertung hier. Und dadurch, dass man oben ja die Antwort schon sieht im Datenmonitor, kann man es quasi direkt rauskopieren. Geht es also relativ einfach. Hier rufen wir den Verknüpfungsassistent an. Jetzt sehen wir, wie man Zeitserien im neuen Verknüpfungsassistenten macht. Man gibt nämlich jetzt zuerst den Namen ein, wie die Zeitserie heißen soll. Dann sucht er danach, ob es die gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann bietet er an, die als neues Objekt anzulegen. Genau. Und jetzt ist die Zeitserie definiert. Speichern anwenden und schon ist die Zeitserie existent. Und jetzt haben wir eine Zeitserie über den Preis, den die verschiedenen möglichen Freizeitaktivitäten, die man tun kann, haben könnte. Ich weiß nicht, ob es in Dollar oder in D-Mark oder in was auch immer ist. Ist jetzt auch einfach nur ein Spaß, den man einfach hier nutzen kann. Ja, wir können es auch woanders hinschreiben. Zum Beispiel haben wir hier auf MQTT, auf ein MQTT-Objekt als Ziel. Und da wird dieser String über die Aktivität, also Organize Your Movie Collection, also der Inhalt, der wird jetzt immer weitergeschickt. Bitte nicht verwirren lassen, wenn unter Objekt-ID der String da gekürzt ist. Der wird in voller Länge geschickt. Nur die Funktion, nur das Zwischenspeichern der letzten Werte von Objekten, das haben wir gekürzt, weil der Server kann Zehntausende von Objekten und damit das im Speichern nicht so viel Platz braucht, haben wir das gekürzt. Vielleicht werden wir das mal programmieren, dass wir auch längere Strings dort dann zwischenspeichern können. Aber die werden auf Dauer gespeichert. Wenn du heute ein Objekt bedienst und ein Jahr nicht mehr drauf schreibst, dann ist ja der letzte Wert trotzdem festgelegt, auch über Reboots. Und insofern haben wir hier etwas mit dem Speicherplatz gegeizt. Das kommt noch aus der Zeit, wo wir noch viel KNX gemacht haben mit den 14 Byte. So, hier sehen wir jetzt die Zeitserie mit dem Preis, das eben dann gleich läuft und dann hier entsprechend eingetragen wird. Die Sonnenbatterie, ja, Jules, das zeigen wir nachher noch. Wir haben oben schon das Fenster auf für deine Sonnenbrille und das werden wir nachher noch, zeigen. Vielen Dank dafür. So, und jetzt machen wir was anderes. Und zwar, wir haben jetzt oben in dem grünen Bereich, haben wir die Antwort ausgewertet. Aber wir können ja auch eine Anfrage schicken, die jetzt nicht einfach nur zeitlich ist. Wir schalten das jetzt auch ab. Zum Beispiel müsste man nicht tun, man könnte das auch aktiv lassen. Man kann jetzt auch bestimmen, was hingeschickt werden soll. Oder vielleicht auch nur was hingeschickt werden und gar nichts ausgewertet. Hier gibt man also wieder an, was soll hingeschickt werden. In dem Fall bietet die API, lass mich kurz erklären, Matthias, bietet die API die Möglichkeit zu sagen, wie viele Participants habe ich denn, weil es uns langweilig ist. Vielleicht ist ja nicht einem langweilig, sondern zwei ist langweilig oder fünf sind es langweilig. Und je nachdem, wie viel Anzahl der Personen sind, gibt es dann unterschiedliche Aktivitäten, die er uns vorschlägt. Also sagen wir jetzt hier, okay, wir übergeben jetzt Participants und diese Übergabe, die können wir auswählen, wo die erfolgt. Es gibt drei Möglichkeiten. Da wir hier Get haben, haben wir nur zwei. Wir haben vorhin gehört, mit Get haben wir kein Body. Deswegen, weil wir Get vorhin gewählt haben als Methode, gibt es als Lokation nur Header und URI. Hätten wir Post, dann würden wir hier noch Body sehen. Und wir wählen jetzt hier URI, das heißt, es wird in der URI übergeben. Und der Selektor ist dann Participants. Und das ist jetzt wieder ähnlich, wie wir das vorhin schon mal von dem API-Key gehört haben, wenn der URI übergeben wird. Man hat also Variablen, die man in Spitzenklammern in der URI einfügt. Und dort wird das dann entsprechend übergeben. Dann haben wir noch das Objekt und das Format. Damit über Objekt und Format wird festgelegt, wie das Objekt im Timberwolf-Server angelegt wird. Und ganz wichtig ist, wir haben ja gerade vorhin als Auslöser jetzt die Zeit herausgenommen, dann hätten wir überhaupt keine Aktualisierung. Und jetzt können wir sagen, naja, wir wollen es ja nicht regelmäßig aktualisieren, sondern immer dann, wenn ich was auf dieses Objekt schreibe, das ich hier gerade anlege, dann möchte ich, dass die Anfrage in den Server geht. Bei dem Beispiel vorher, die Tür soll aufgehen, weil man Nuki hat oder so, dann würde man jetzt hier sagen, Aktualisierung des Objektwertes löst eine Abfrage aus. Ja, und welche? In dem Fall Wertänderung löst Abfrage mit Übergabe aller aktuellen Objektwerte aus. Weil das ist eine Gruppe. Wir legen jetzt hier ein Objekt an, aber man könnte auch 10 Objekte anlegen. Und hier ist jetzt einfach der Punkt, wenn jetzt dieses eine Objekt aktualisiert wird, soll es dann nur sein aktualisierter Objektwert gesendet werden oder die aktuellen Objektwerte aller in der Gruppe. Und das wählt man hier aus.
In dem Fall alle Objektwerte. Auch wenn wir jetzt nur einen haben. Kann man übrigens später ändern. So, jetzt legt er hier oben diesen blauen Bereich an. Das ist jetzt der Sendebereich. In dem Fall ist es eine Abfrage. Hier brauchen wir jetzt ein Objekt, das wir verknüpfen müssen. Wir haben vorher eine Logik angelegt. Und in dieser Logik, da haben wir eine Logik, die regelmäßig jetzt einfach verschiedene Zahlen ausgeben wird und für die Participants. So, die muss jetzt irgendwann feuern und dann werden hier, beginnt auch schon, hier Objekt-ID. Jetzt übergibt er den Wert 1. Dieser Wert 1 wird jetzt bei der Abfrage übergeben und zwar hier oben in der URI. Ja? Und da muss ich jetzt noch eine Erklärung machen, weil ich das vorhin nicht vollständig gesagt habe. Ich habe gesagt, man muss am Platzhalter angeben für die Variablen. Aber es geht auch, dass man keinen Platzhalter angibt und dann wird es automatisch einfach angehängt als Query. Das heißt, wenn man also diese Transaktionen anlegt für die Abfrage, hat dort auch mehrere und man hat jetzt keine Vorschrift vom Serverbetreiber bekommen, wo an welcher Stelle das genau erfolgen soll oder in welcher Reihenfolge, sondern es gehört einfach zu den Query-Parametern, dann muss man das jetzt in der URI der Ressource nicht mit den Platzhalterbegriffen anlegen, weil dann macht er das selber in dem Format. Also in dem Fall hier für die erste, das Fragezeichen, Participants ist 1. Und wenn es jetzt noch weitere gäbe, dann käme halt ein Ampersand und dann halt die weiteren Begriffe. Macht er automatisch, müsst ihr also nicht machen. Ist wieder Prinzip vom Timberwolf-Server, so wenig Arbeit wie möglich. Ja, Erik, mal kurz eine Frage. Klassische Anwendung wäre die Wettervorhersage, Temperatur morgen. Was habt ihr da noch für Anwendung? Ja, also Wettervorhersage ist eine sehr klassische Sache, haben wir auch schon gemacht und getestet. Es gibt unglaublich viele Services im Internet, die was zur Verfügung stellen. Es können auch Gefahreninformationen sein, Erdbeben, Überschwemmungen etc., die man vielleicht wissen will, Vulkanausbruch, auch gerade interessant. Man kann also dort, der Bund stellt es auch zur Verfügung, man muss ein bisschen forschen danach, wo das ist, aber es wird tatsächlich funktionieren. So, hier sehen wir jetzt im Subsystem-Monitoring, sehen wir jetzt die Statistik des Subsystems. Die grüne Linie zeigt uns hier die Anzahl der Abfragen pro Minute. Die rote Linie würde uns die Anzahl der Fehler zeigen, da wir keinen Fehler haben. Gott sei Dank ist die auf 0 und die grüne Linie zeigt uns das entsprechend an. Ist klar mit dem entsprechenden Anlegen. Jetzt gerade, wir hatten vorhin eine regelmäßige Abfrage alle 10 Sekunden. Das kommt dann natürlich dann zu entsprechend 6 Abfragen in einer Minute. Und jetzt haben wir es halt bei 12, weil die Logik halt offensichtlich alle 5 Sekunden feuert. Das ist jetzt hier einfach, weil nur das eine angelegt ist, wenn man sehr viele hat. Aber dann kann man hier das auch ganz gut beobachten, was entsprechend passiert. Ja, genau, ich zeige euch jetzt hier mal, wir haben hier ein paar Tests gemacht. Sind für heute vielleicht nicht mehr so interessant, aber zum Beispiel, man kann vom Robert-Koch-Institut die Corona-Impfstatistiken anrufen oder hier ganz oben, yes oder no, ist ein Server. Das ist ähnlich wie Boring, den kann ich einfach, wenn ich mich nicht entscheiden kann, statt eine Münze zu werfen, kann ich den einfach fragen und er sagt einfach zufallsgesteuert ja oder nein. Hier haben wir die Impfstatistiken, offenbar ist die Impfkampagne abgebrochen, weil es jetzt rot ist. Da haben wir jetzt irgendeinen Fehler. Was haben wir da für einen Fehler? Ja, das ist jetzt, können wir jetzt gerade deswegen nicht sehen, weil das nur alle 12 Stunden abgefragt. Aber wenn wir mal in die Zeitserie reinschauen vielleicht. Total zum Beispiel, genau. Aktuelles Thema, ja. Martin, damit haben wir es halt getestet, weil wir an der HTTP-API schon etwas länger arbeiten. Da muss man jetzt zurückgehen, genau. Das ist vor einer Zeit lang, genau. Und da sieht man hier, ja, vielleicht mal 90 Tage, genau. Da sieht man jetzt hier, ne, wie der Verlauf war. Genau. Wunderbar. Danke. Hier haben wir zum Beispiel so eine Wetterabfrage. Ja? Also das ist jetzt hier bei Wetterbit und hier sieht man auch, man hat den einen Server, das ist Wetterbit und unten drunter jetzt die mehreren Ressourcen. Also Home Alerts, Solden, Rechen am See und so weiter. Das ist jetzt hier ja,
Hier wird die Örtlichkeit übergeben, das ist jetzt hier festgemacht. Und hier seht ihr, mit dem Key ist gleich in Spitzenklammern Key. Und zwar, da hat der Nutzer, der das hier macht, der hat einen Epic Key. Und diesen Epic Key, der wird jetzt hier zur Laufzeit reingepostet. Wenn man also unter Field Last Received und Send Data kurz klicken, ich habe vorher gefragt, dass man zeigen dürfen, da sieht man jetzt den Key, dann wird der Key hier dann entsprechend reingepastet. Jetzt können wir mal zeigen, wie es angelegt ist, unter Format da oben, genau, beim Zahnrad, genau, dort, ach nee, halt, Entschuldigung, das ist ja beim, dort ist der Platzhalter hinterlegt und beim Server ist der, beim Server-Eintrag ist hier die Value hinterlegt. Genau, das kann man jetzt im Nachhinein nicht ändern, aber man kann es dort sehen. So, genau. Und hier kommt jetzt eben die Ansatz zurück, die jetzt hier spezifisch ist. Das ist jetzt hier, ja, der sucht auch die Ortschaft raus und sagt eben jetzt, naja, was ist denn jetzt hier zu erwarten? In dem Fall ist es jetzt die Auswertung eines Alerts. Ja? Es gibt jetzt kein Alert. Ja, wir haben hier gerade unter Selector, gehen wir mal vielleicht rein. Und zwar ist das jetzt, bedeutet das, das Alert in eckigen Klammern 0 bedeutet das erste Element aus einem JSON. Und das JSON ist halt leer. Wenn wir jetzt auf Cancel klicken und jetzt im Datenmonitor schauen, da sehen wir hier eckige Klammern. Ja, also da unter Alert, da ist halt einfach nichts, weil es gibt halt jetzt da kein Alert. Also hier wäre jetzt einfach der Alert angelegt. Und wenn wir auf Home gehen oben, dort sehen wir jetzt die Wettervorhersage. Ein bisschen höher bitte. Genau, dort sehen wir jetzt die Temperatur, die Wolken und die Wettervorhersage für den Niederschlag. Ja? Oder den aktuellen, ich weiß nicht, ob es jetzt die Vorhersage ist. Da müsste man jetzt reingehen. Hier habe ich Current stehen oben in der Ressource. Ist also anzunehmen, dass das aktuelle Wetter ist und nicht die Vorhersage. Also man kann das sehr weit dehnen. Wir haben das mal bei einem Wetterdienst probiert. Der gibt da also ein JSON, das ist also so einen halben Meter lang. Da sind da 40, 50 Daten drin, die man sich auswerten kann, dann auch für jede Stunde. Dann kann man sich das schon ziemlich genau rausbauen, wenn man sagen will, man will jetzt das Wetter für in 4 Stunden. Das will ich jetzt irgendwie auf meinem Dashboard haben oder in meiner Visu. Dann kann man sich das darüber rauskramen. So. Dann gehen wir mal, nee, das ist deiner, glaube ich, eins weiter, der da, ja, genau. Da sind wir jetzt hier bei der Sonnenbatterie. Ja? Wir haben also hier im Resource Manager vom Server vom Julian, wir sind mit diesen Servern übrigens alle per VPN verbunden. Ja? Und dort gibt es die Sonnenbatterie, das ist die Version 9 der Batterie übrigens, für den das wissen will. Und der hat einfach lokal diese IP-Adresse, die man oben sieht, muss also kein Hostname sein, wird alle 10 Sekunden abgefragt. Und eben unter API V1 Status kann man die auslesen. Und dort hat man halt ja die gängigen Werte von der Batterie. Schauen wir uns mal den Output an in der Zeitserie. Da sehen wir hier 3000, ich nehme an, das heißt dann 3000 Watt. Nehme ich an, oder? Watt, ja, genau. Und dort sehen wir also hier, wie diese Batterie belastet wird. Was die für einen Output liefert. Könnte man jetzt auch auf ein KNX schreiben oder wo auch immer. Wir sehen hier den Verbrauch. Wir sehen den Status, die ist zu 47% geladen. Klar, der Solarstrom ist jetzt gerade nicht da, weil es dunkel ist. Ne? Jetzt wird also aus der Batterie herausgenommen. Und die restliche Kapazität sind 6 Kilowatt. Stunden vermutlich, ne? Das ist nicht richtig angelegt hier, Remain Capacity. Wurde die falsche Einheit benutzt. Was nichts macht, die Einheit wird nur angezeigt, da passieren keine Berechnungen darauf. Aber das dürfte. Nee, Wattstunden steht ja da. Okay, war blind. Gut, passt. So. Wenn es noch Fragen, habt ihr noch Fragen dazu? Zum Thema REST API haben wir alles gezeigt, Matthias. Dann, wenn ihr Fragen habt dazu, sonst kommen wir als nächstes zu Grafana.
Habt ihr mal das HTTPS-Problem ansehen können? Jens, welches denn? Okay, das, was du unter Dev gepostet hast, das ist noch nicht behandelt. Kommt noch. Jetzt war es erstmal wichtig, weil das ein Sonderproblem, diese Funktion den Insidern zur Verfügung stellen, damit wir auch einen breiteren Testcase bekommen. Sonst noch Fragen dazu? Matthias schaut noch nach, Jens, ja. Bitte. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Kommen wir zur Live-Präsentation von Grafana. Es gibt in der Version 8.2, installiert es jetzt die 8.2.1, also installiert es ja dann, wenn ihr diese neue Version für den Timberwolf-Server installiert habt. Er hat einmal neuere Farben, schönere Farben und bietet halt Schattierungen und in Details mehr an, um die Darstellung zu verfeinern. Und das Interessante ist vor allem das Plugin-Management. Das war etwas, was ihr euch immer schon gewünscht habt. Und Grafana hat euch wohl erhört und hat es jetzt eingebaut. Und wir haben es auch umgesetzt. War nicht ganz einfach, weil Grafana musste jetzt unter einem anderen User laufen und wir mussten die ganze Rechtestruktur umstellen, weil man natürlich darauf aufpassen muss, dass man sich nicht ein Plugin einfängt, das in irgendeiner Weise dann innerhalb des Servers zugreift, weil das Grafana nicht in einem Docker-Container läuft. So. Dann starten wir Grafana. 1 weiter vorn. Wir wollten auf den 1 weiter vorn, auf den hier, genau, da drauf. Die sind nach Nummern sortiert. Ja, das ist jetzt die neue Version von Grafana. Wir schauen uns zuerst mal an, hier auf elektrische Werte. Genau, das ist so eine, ja genau, die hier. Zur Erklärung, was man hier sieht. Ja, das jetzt hier von unserem Produktionszentrum eine Grafik basierend auf dem KNX-Log. Das heißt, da ist ein Smart Meter, der an KNX einfach geASP befeuert. Ist mit nichts verknüpft, ist mit keiner Zeitserie verknüpft. Das sind Abfragen hier, die gehen auf das KNX-Log. Da wird auf die jeweiligen GAs gegeben und da gehen wir auf das Log. Gehen wir jetzt einfach mal hier bei Spannung, da haben wir jetzt ein bisschen übersichtlichere Grafik. Gehen wir mal hier auf Edit. Nur um das zu zeigen, links unten sieht man die GA. Ne? Da steht hier Default KNX-Line, wer GA ist 617. Also das ist die GA, die hier jetzt da gezeigt wird für diese eine Linie. Das ist natürlich mehrmals untereinander, das sind ja drei Linien und entsprechend sind da unten auch drei so Abfragen, also A, B und C. Und auf diese Weise, genau, sieht man die drei GAs und wird das einfach aus dem Log rausgezogen. Geht auch sehr schnell. Und jetzt zeigen wir euch mal hier, muss ich aus dem Weg gehen, andersrum, hier ein neues Plugin, das schon drin ist, das heißt Time Series, das ersetzt dann das andere und das seht ihr schon, das hat sich jetzt da gleich ein wenig geändert, weil das jetzt ein bisschen akzentuierter ist. Wir gehen da mal in Zoomen mal rein hier, dass man das ein bisschen besser sieht. Also man kann jetzt die Rundung zum Beispiel einstellen oder die Nichtrundung, je nachdem, wie man das mit den Datenpunkten haben möchte. Man kann sich die Linienstärke, kann man sich jetzt aussuchen, wie stark die gezeichnet sein soll, wie auch die Füllung mit welcher Durchsichtigkeit die eingestellt ist und wie überhaupt der Gradient-Mode ist. Also das ist jetzt auf Opacity, aber man kann auch sagen, will ich gar nicht haben oder will ich auf UI haben, das ist dann ein bisschen saftiger von der Darstellung, habe ich nicht so den Verlauf oder ja, das, da habe ich die Sinnhaftigkeit noch nicht verstanden. Opacity. Und auch die Linien-Style, ich habe hier Dash, ich habe Dots, ich habe Solid. Also man hat sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten der Darstellung, wie man das haben möchte, sodass für jeden Geschmack das geeignet ist. Es lassen sich jetzt Thresholds einblenden und so weiter. Ich habe Grids, die ich anmachen kann. Also sehr, sehr viel mehr Funktionalität mit diesem Plugin, das hier jetzt schon dabei ist.
So, dann zeigen wir euch hier, jetzt hier gibt es unter Configuration die Möglichkeit, eben auf Plugins zu gehen. Und unter Plugins wird jetzt angezeigt, welche installiert sind. Das sind die Plugins, die schon drauf sind, die mitgeliefert werden von Haus aus. Hat den Vorteil, man kann da jetzt drauf gehen und kriegt dann auch eine Anzeige, was die jeweils tun und machen. Also PyChart zum Beispiel, ja, das war jetzt der Klassiker. Eines, das keine Anzeige hat. Gehen wir mal hier rein, genau. Ja, ist ein bisschen zumindest. Ja, je nachdem, wie voll der Programmierer war. Und wenn man jetzt auf All geht, ist nicht ganz richtig, eigentlich müsste es uninstalled heißen, aber wenn ich auf All gehe, dann sieht man jetzt die Plugins, die im Repository zur Verfügung stehen von Grafana und die man jetzt nachladen kann. Die werden also hier gezeigt, die sind als signed angezeigt. Das heißt, Grafana sagt, sie sehen sich das ein bisschen an, damit da jetzt nicht so viel Missbrauch getrieben ist, haben die digital signiert. Wir wählen jetzt mal die Panels aus und werden als Panel jetzt einfach mal das Uhrzeit-Panel nehmen, die Glock da unten, genau. Hier hat man verschiedene Möglichkeiten, das installieren wir jetzt. Genau, wenn ihr also irgendeine eine Visualisierung habt und ihr wollt die aktuelle Uhrzeit angezeigt haben, dann kann das ganz praktisch sein. Ganz wichtig, das, was wir gerade gemacht haben, also hier reinzugehen und was zu ändern, das geht nur, wenn ihr mit einem Admin-User angemeldet seid. Also der User, es muss der User Admin sein mit am Timberwolf-Server oder ein User mit Admin-Rechten, der dann auch beim Aufruf zu Grafana zum Admin-User von Grafana quasi impersonalisiert wird, sodass man den benutzen kann. Nur dann kann man das machen. Und jetzt können wir also hier die Glock hinzufügen, geben, ja, wie bei jedem Panel anderen auch, entsprechenden Titel an, können hier, die ist jetzt ganz klein noch in der Mitte, wir können das also einfach mal ein bisschen größer setzen hier, die Uhrzeit in Bold von mir aus, lassen uns noch irgendwelche, ändern noch die Hintergrundfarbe. Die Vordergrundfarbe könnt ihr deswegen nicht verändern, weil ihr könnt ja weiß oder dunklen Mode haben. Dann kann man noch machen, das Datum kann man noch dazu anzeigen und auch für das Datum eine ja, passende Größe vergeben. Das Datumsformat kann man ändern, so wie wir es in Deutschland haben, haben wir es ja gerne einmal auf diese Weise, genau. Oder lokal, schau mal, da steht irgendwie lokal, da kann man auch die E angeben, vielleicht übernimmt das dann schon. Hat nicht funktioniert, okay, gut, ja. Und schon hat man ein Plugin eingebunden und sich das in ein Panel gezogen. Und jetzt holen wir uns dazu noch eine Zeitserie. So, und jetzt haben wir hier die Zeitserie. Man kann eben, wie gesagt, ja, wir können mehrere Panels anordnen und euch das so bauen. Und jetzt habt ihr Zugriff auf ganz viele Plugins und ich freue mich auf eure Hinweise, Nachrichten, auf eure Beispiele. Bitte Bilder, ja, damit man sieht, was ihr euch habt einfallen lassen und was ihr damit macht. Und damit auch andere Nutzer das sehen, was ihr da gemacht habt. Vielleicht auch gerne die Konfiguration, Bild von der Konfiguration machen und zeigen. Ja, habt ihr noch Fragen insgesamt zu einem der Themen, die wir heute gezeigt haben? Ist ziemlich umfangreich. Ihr werdet sicherlich eine Menge auszuprobieren haben. Ich freue mich auf eure Response. In den nächsten Tagen kommt dann noch der Faden im Forum mit der neuen Version. Und wir werden dann auch in den nächsten Wochen weitermachen. Das heißt, eine der nächsten Versionen wird dann IFT haben und dann ja, sind wir mit der Version 3.0 schon weiter. Ich denke, wir haben eine ganze Menge erreicht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Tut mir leid, dass der Livestream mal wieder einen schlechten Start hatte, obwohl wir so viel getestet haben. Müssen wir uns überlegen, wie wir das künftig machen können. So, wenn es keine Fragen mehr gibt. Okay,
Dominik, ich habe gerade bei Grafana auf meinem Server die Z-Index-Funktion verzweifelt versucht, um Grafana voreinander zu sortieren, finde aber leider die Funktion nicht mehr. Fällt mir jetzt auch gerade nichts ein. Matthias, fällt dir was ein? Z-Index-Funktion in Grafana? Für was wird das genutzt, Dominik? Du hast eine sehr umfangreiche Grafana-Installation bei dir. Wegen dem Zeitversatz dauert es immer ein bisschen. Weil der Chat geht gleich, aber meine Antworten, die kommen erst so nach 4-5 Sekunden. Ansonsten, Dominik, einfach uns halt aufmachen. Es gibt eine Menge Grafana-Spezialisten, die dir das sagen können. Weil ich habe jetzt gerade keine Dinge dazu. Ja, die Frage zur Messe. Ja, die Messe war interessant. Emotional war es ein bisschen boring, weil man sitzt den ganzen Tag vorm Bildschirm und sieht da auf einen gerenderten Messestand, wo sich nichts bewegt. Das ist also emotional ein bisschen schwierig, aber es gehen halt dann Chats auf und dann haben wir die Chats behandelt, haben auch direkt ein paar Server verkauft und der ein oder andere Kunde wird sich noch melden, beziehungsweise sind wir in Verhandlungen. Das mit Messen muss man langfristig sehen, das kann man kurzfristig nicht sagen. Interesse haben viele. Wie sich das dann auswirkt und was dann jeweils daraus wird, das sieht man oft erst ein Viertel bis ein halbes Jahr später. Manchmal kann man es auch gar nicht genau zuordnen, weil einem nicht jeder Kunde sagt, wie er auf uns gekommen ist. Wir fragen zwar immer, aber manchmal ist es auch eine Kombination aus mehreren. Die Messe selber, ich weiß nicht, wer von euch auf der Messe war. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch für die Besucher, es ist einfach nicht das Gleiche wie eine echte Messe. Da ist man in der Halle, man hat die Geräusche, die Gerüche, kann das sehen, hat andere Menschen. So sitzt man da allein vor seinem Bildschirm und klickt irgendwas hin und ist jetzt auch nicht besonders bewegt gewesen, also keine 3D-Sache oder so, sondern da werden halt ein paar Messestände im Prinzip. Klickt man auf Bilder und auf den Bildern kann man dann wiederum Bilder anklicken, wo irgendwelche Hyperlinks hinterlegt sind. Das ist jetzt nicht so das Erlebnis emotional in Deep, von keiner Seite her. Also hätte ich mir gedacht, dass man dort von Seiten des Betreibers, von des Anbieters dieser virtuellen Messe, da ein bisschen mehr Drive gemacht hätte, dass das ein bisschen interessanter ist. Also ich fand es optisch und vom Gefühl her enttäuschend. Da hat man wenig Anreiz rumzusurfen, ja, sehe ich auch so. Also man ist natürlich heute auch verwöhnt. Also gerade wenn man irgendwelche Shooter spielt oder irgendwelche anderen Sachen ansieht, zum Teil mit Open World, ja, das ist eine ganz andere Ecke. Erwartet man jetzt nicht unbedingt, aber ein bisschen mehr hätte es auch sein können. Die Auflösung war auch schlecht. Also ich fand es auch technisch nicht gut umgesetzt. Der Chat war jetzt also auch etwas gewöhnungsbedürftig. Es war für mich schwierig, in andere Chats dann reinzukommen, wenn jetzt ein Mitarbeiter einen Chat geführt hat und es gab eine Frage, das konnte man nicht richtig übergeben. Man konnte dann auch nicht sehen, was ist vorher schon geschrieben worden. Wir hatten dann also viel Telegram offen und Teams und so weiter. Ist jetzt nicht dasselbe Erlebnis, das man auf einer echten Messe hat. Also ist aber billiger, ne? Das ist klar, eine echte Messe ist deutlich teurer, nicht nur, weil die Messe teurer ist und die ganzen Aufbauten, sondern man hat die Reisekosten, man hat die Verpflegungskosten, man hat diese Aufwände. Aber eine Online-Messe ist auch nicht ohne. Also wir haben ein paar Wochen lang hingeackert. Auch, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben eine Menge verändert. Wir haben eine neue Landingpage, die ist noch nicht ganz fertig, aber es ist auf jeden Fall eine neue Landingpage. Die gibt es auch nicht nur in Deutsch, die gibt es auch in Englisch. Und wir haben den Shop komplett überarbeitet. Der Shop ist jetzt hat eine komplett neue Version. Sieht fast genauso aus, aber es ist eigentlich eine neue Programmversion. Wir haben heute ganz andere Zahlungsarten. Wir haben jetzt fast 2 Dutzend Zahlungsarten. Vorher hatten wir 3 oder 4. Wir haben jetzt auch fast den ganzen Shop auf Englisch übersetzt und auch Inhalte wurden überarbeitet. Ein paar werden noch überarbeitet, aber das ist auch insgesamt eine sehr große Überarbeitung nochmal gewesen. Jetzt hier für den Shop, woran wir da noch arbeiten, ist, dass er noch ein bisschen schneller wird. Das ist leider von der Technik, die der Shop einsetzt, ein bisschen schwierig, weil das ja JavaScript-lastig ist und es dauert ein bisschen. So, wenn wir keine Fragen mehr haben, dann kommen wir zur Werbefolie. Genau, vielen Dank. clz.lab.de für alle die, die jetzt einen Server kaufen wollen. Und ich bedanke mich. Noch eine Frage vom Jochen. Wie geht es mit den Care-Verträgen in Zukunft weiter?
Wir arbeiten an einem überarbeiteten Konzept, das ein bisschen ja, eine andere Form von Granularität bietet, auch in Verbindung mit neuen Dingen, die wir vorhaben. Und das ist jetzt einfach noch nicht spruchreif. Das ist jetzt noch nicht fertig. Ich weiß, einige warten auf die Verlängerung ihrer Verträge. Und es laufen auch eine ganze Menge Verträge aus in der nächsten Zeit. Also wir müssen uns da dran setzen, ist uns klar. Haben wir noch nicht geschafft, ist noch nicht fertig. Wird aber noch kommen und dann vorgestellt werden. Genau. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Wünsche euch viel Spaß mit der neuen Software und mit den neuen Möglichkeiten. Bitte Rückmeldung. Wir leben von euren Rückmeldungen. Wir werten alles aus und gerne sehen wir uns bald wieder hier. Vielen Dank.